Frau Präsidentin, sehr geehrte Herren und Damen, guten Morgen. Eigentlich haben wir Besseres und Wichtigeres zu tun, als übereinander zu reden. Die Wirklichkeit fordert unsere volle Konzentration und Aufmerksamkeit. Dennoch möchte ich einmal sagen, dass der Sound der Selbstkritiklosigkeit, den ich hier gestern gehört habe, eine Antwort erfordert. Lieber Herr Merz, 16 Jahre lang hat die Union dieses Land regiert und viele Bundesländer, 16 Jahre energiepolitisches Versagen. Und wir räumen in wenigen Monaten auf, was Sie in 16 Jahren verbockt, verhindert und zerstört haben. Sehr geehrte Damen und Herren, und das tun wir mit einigem Erfolg. Seit einer Woche gibt es kein Gas aus Russland. Die Speicher füllen sich weiter. Nach einem kurzen Ausschlag an der Börse ist der Preis noch immer hoch und zu hoch, aber nicht explodiert. Seit einer Woche sind wir unabhängig von russischem Gas wegen der konsequenten und vorausschauenden Handlungsfähigkeit dieser Regierung und dieser Koalition. Gestern hat Frankreich, nachdem es immer Abnehmerland war, erstmals Gas nach Deutschland geredet. Erfolg von diplomatischen Anstrengungen und Bemühungen. Es war ein Testbetrieb, dennoch gleichzeitig ein historischer, denn es verstärkt die europäische Solidarität. Sehr geehrte Damen und Herren, dass wir da stehen, wo wir sind, liegt daran, dass diese Regierung von Tag 1 an einen konsequenten Kurs gefahren hat und wusste, wohin sie will und weiß, was die Not des Tages erfordert, nämlich ein Bekämpfen der aktuellen Krise bei Beibehalten der strukturellen notwendigen Veränderungen, die dieses Land in die Zukunft führen wird. Deswegen haben wir immer alle Maßnahmen mit der notwendigen Transformation kombiniert. Die Energieeffizienz, der Ausbau der Erneuerbaren war immer integraler Bestandteil unserer Politik. Und dass die Union in dieser Krise, in dieser Wirtschaftskrise ernsthaft dagegen klagt, dass die notwendigen Investitionen in erneuerbare Energien, in Energieeffizienz, in Wasserstoffhochlauf und auch noch in die Robustheit der Unternehmen verfassungswidrig sein soll, das ist ökonomischer Wahnsinn, meine Damen und Herren. Wie wollen Sie denn den Unternehmen, erklären, dass sie am Ende in dieser Situation, wo wir einen Nachfrageschock haben, keine staatlichen Unterstützung mehr bekommen? Es zeigt, wes fossilen Geistes Kind Sie noch immer sind. Ich habe manchmal den Eindruck, dass Sie überhaupt noch nicht verstanden haben, welchen Ausmaß die Herausforderungen der Zeit erfordern, welche Anstrengungen wir nehmen müssen, welche Umstellungen auch in der Art, wie wir Politik denken, notwendig sind. Stattdessen immer nur weiter das Oppositionsgeklinge und möchte gern Wirtschaftspolitik. Sehr geehrte Damen und Herren, was ist das Wichtigste? Das Wichtigste ist, dass wir die Preismanipulation durch Putin beenden. Wir können auf Dauer nicht gegen die hohen Preise ansubventionieren. Deswegen müssen wir jetzt und werden wir das Energiemarktdesign so ändern, dass die günstigen Kosten an die Verbraucher weitergegeben werden und die hohen Kosten zwar noch den Marktmechanismus geben, aber nicht mehr durchgereicht werden. Morgen ist der Energieministerrat in Brüssel. Die Vorschläge der Kommission liegen vor. Man sieht, wie gut Europa arbeiten kann, und sie gehen sehr in die Richtung, die auch wir vorgeschlagen haben. Da sind wir auf einem guten Weg. Aber auch das muss man aussprechen. Wir machen etwas in wenigen Wochen, was normalerweise Jahre, wahrscheinlich 2 Jahre Beratung gebraucht hätte. Wir gehen an das Strommarktdesign rein und wir halten uns eine Option offen. Wenn das nicht sofort und solide gelingt, dann werden wir über eine Abschöpfungsabgabe die Gewinne kassieren und den Bürgerinnen und Bürgern zurückgeben. Wir werden auch beim Gaspreis etwas machen müssen, wenngleich komplizierter. Aber es ist nicht richtig, dass wir uns in eine Situation hineinbegeben, wo wir es für jeden Preis einkaufen. Wir werden auch dort Mechanismen finden und den Gaspreis herunterbringen. Wir stoppen damit den Abfluss des Geldes ins europäische oder ins globale Ausland. Und wir stoppen es am stärksten perspektivisch, indem wir uns nicht nur von russischen Energien, sondern von den fossilen Energien insgesamt losmachen. Wer das verkennt, verkennt
in welcher Phase wir uns eigentlich befinden. Bis wir die Preise runterbekommen haben, und das wird sicherlich ein bisschen dauern, bis wir die Preise runterbekommen haben, werden wir den Unternehmen jede Hilfe zukommen lassen. Wir werden einen breiten Rettungsschirm aufspannen, und wir werden ihn breit aufspannen, sodass vor allem die Kleinen und die KMUs unter diesem Rettungsschirm runterfallen können. Was heißt das konkret? Wir werden das Programm, das wir jetzt aufgestellt haben für die Industrie, das Energiekostendämpfungsprogramm, öffnen für KMUs. Wir werden damit die Handelsbezogenheit als Kriterium aufgeben. Wir werden es branchenoffen gestalten, aber an Kriterien natürlich festhalten. Kriterien kann beispielsweise der Energiekostenanteil am Produkt oder am Umsatz sein. Es wird zeitlich befristet sein, weil wir an anderen Instrumenten arbeiten, nämlich die Preise stoppen und so die Unternehmen und die Bürgerinnen und Bürger entlasten. Es kann also keine Dauersubvention sein. Aber dieses Programm wird aufgelegt werden, und es wird der deutschen Wirtschaft den Weg in diese neue Zukunft erleichtern bzw. dafür sorgen, dass wir ihnen gehen können. Wir werden die deutschen Unternehmen und den deutschen Mittelstand schützen. Sehr geehrte Damen und Herren, nicht alle Unternehmen leiden unter den hohen Energiekosten. Wir haben einen Nachfrageschock. Das Geld in den Haushalten wird knapp. Deswegen werden wir weitere Maßnahmen, wirtschaftspolitische wie vor allem strukturelle Maßnahmen, ergreifen müssen, dass die Menschen in Deutschland genug Geld haben, auch zu konsumieren und so die Unternehmen stützen können, beziehungsweise Unternehmen ebenfalls geschützt werden, die nicht nur alleine über die energieintensive Produktionsweise von dem Programm, wie eben skizziert, erfasst werden. Und fünftens werden wir im Oktober einen Mechanismus auflegen, wo Gas gegen Geld den Gasverbrauch runterbringt und die Unternehmen, die dann in der Produktion etwas zurückfahren, schützt und finanziell entschädigt. Sehr geehrte Damen und Herren, Putins Angriff zielt auch auf unser Wirtschaftssystem. Es wird immer gesagt, es ist die schwerste Energiekrise seit 1973. Das ist nicht richtig. Diese Energiekrise ist weit komplexer. Die Aufgaben sind weit größer. Und deswegen müssen wir das, was im Normalfall gut funktioniert, jetzt hinterfragen und ändern. Wir müssen das Marktdesign am Strommarkt ändern. Wir müssen die fiskalpolitischen Rahmen neu denken. Wir müssen die Geschwindigkeit und die Entschlossenheit, mit der politische Entscheidungen fällen, hinterfragen und verändern, wie wir es getan haben. Und wir sollten vielleicht auch überdenken, in welcher Rolle Opposition und Regierung sich manchmal befinden. Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.